Wenn drei sich streiten, freut sich der vierte. Der CDU geht es mit ihrem Oppositionskurs gegen die Ampel nämlich ganz wunderbar. In Umfragen ist die Union stärker als die drei Ampelparteien zusammen. Mit welchen Methoden gewinnen CDU und CSU Sympathien und wird Friedrich Merz doch noch zum Vati der Nation? Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Was jetzt die Woche. Wir sind wieder zurück auf Platz 1 in Deutschland. Was für einige wie eine Drohung klingt, ist für 34% der Deutschen ein Grund zur Freude. So viele wollen die Union bei der Europawahl im Juni wählen. Das hätte 2021 noch kaum jemand vermutet. Da schnitt die CDU so schlecht ab wie noch nie in ihrer Parteigeschichte. Wir haben dreimal in der Nachkriegsgeschichte die Mehrheit verloren. Und jetzt müssen wir wieder in die Opposition gehen. Warum feiert die Union nur 2,5 Jahre danach ein so starkes Comeback? An ihrem Social-Media-Auftritt kann es nicht liegen. Prost, Rotkäppchen. Prost, Wolf. Jetzt haben wir eine Situation erreicht, wo ich dich nicht mehr fressen kann. Das ist mir auch viel lieber, aber ich kann dich viel besser anlecken jetzt. Ja, so. Und ich? 2021 haben ganze 3,5 Millionen CDU-WählerInnen eine andere Partei gewählt, weil sie sich einen grundlegenden Wandel wünschten. Zur SPD sind ganze 1,5 Millionen Menschen abgewandert. Heute sehen wir, diese Menschen sind von der aktuellen Bundesregierung enttäuscht. Wer jetzt sagt, die Stärke der Union liegt in der Schwäche der Ampel, hat nicht Unrecht. Angie hat da schon viel falsch gemacht, gell? Und die macht weiter. Die Hände ist fast zum Überlaufen gebracht. Bei vielen kommt es vielleicht auch deshalb gut an, dass die Union bei den aktuellen politischen Debatten gegen die Ampel hält. Sie sagt Nein zur Entkriminalisierung von Cannabis. Dieses Gesetz ist nichts anderes als ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität. Wir sagen als Union entschieden Nein dazu. Ja zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine. Frieden gibt's auf jedem Friedhof. Sie ist gegen das Rentenpaket 2 der Ampel. Ich glaube, ehrlicherweise muss man sagen, ein Rentenpaketchen, weil so viel ist ja gar nicht leider drin. Wir hätten uns mehr erhofft. Zum Beispiel, dass wir alle bis 70 arbeiten müssen. Und auch das Bürgergeld lehnt die Union ab. Sie kriegen ihr Fett auch noch weg, vor allem wegen eines Punktes. Nämlich, dass Sie sich bei Ihrer Reform viel zu sehr darauf konzentriert haben, wie viel Geldleistungen arbeitslose Menschen bekommen und Sie sich viel zu wenig darüber Gedanken gemacht haben, wie Sie eigentlich Menschen wieder in Arbeit bringen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Parteien von ihrer Rolle in der Opposition profitieren. Kritisieren ist schließlich einfacher als Entscheidungen zu treffen. Ein wichtiges Momentum für die Christdemokraten, das sie gekonnt nutzen. Die Partei will eine Erneuerung und setzt dabei auf eine Reform ihres Grundsatzprogramms. Übrigens erst das vierte in der Geschichte der Partei. Darin steht, wir gestalten den Wandel so, dass er allen Menschen zugutekommt. Obwohl Asylsuchende, Sozialhilfebezüger und Menschen, die gerne kiffen, das auch so sehen. Im Grundsatzprogramm steht auch, Muslime, die für unsere Werte sind, gehören zu Deutschland. Wohin die anderen gehören, haben sie leider nicht reingeschrieben. Wir wollen ein Land, in dem es eine Politik gibt, die zu den Menschen passt. Die AfD möchte ein Land, in dem es nur Menschen gibt, die zu ihrer Politik passen. Eine Abgrenzung zur AfD ist der CDU wichtig. Das hat sie schon vor 2 Jahren in der ZDF-Reihe Klartext gesagt. Wir werden mit der AfD nicht reden. Trotzdem plant der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt einen Fernsehauftritt mit dem Faschisten und AfD-Politiker Björn Höcke. Zur Begeisterung von Höcke findet das Duell übrigens am 11. April statt, dem Tag der Befreiung der NS-Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora. Zu viele Geflüchtete im Land und ein faules Volk. Die Union findet 4-Tage-Woche, Bürgergeld und Kindergrundsicherung passen derzeit nicht in die Lage. Wir brauchen dringend in Deutschland einen Mentalitätswandel, dass Wohlstand ohne Anstrengung eine Illusion ist. Und dann erst über Sozialpolitik sprechen und nicht umgekehrt. Das wird den Europarat nicht freuen, der erst am Dienstag einen Bericht veröffentlichte und an die Bundesregierung appellierte. Armut und soziale Ausgrenzung in Deutschland stünden in keinem Verhältnis zum Reichtum des Landes. Während in der Bundespolitik darüber gestritten wird, was denn nun genau schiefläuft, ist man sich zumindest darin einig. Wir stecken in einer Krise. Unter diesen Umständen sei man notfalls sogar bereit, mit den Grünen, dem Feind, zu koalieren, so der CDU-Chef in seinem Newsletter Merzmail.
Friedrich Merz, unser künftiger Kanzler. Seine Chancen stehen nicht schlecht, obwohl er laut dem Forschungsinstitut Forsa immer noch unbeliebter ist als Armin Laschet und Olaf Scholz. Und das muss man erstmal schaffen. Friedrich Merz kommt am 11. November 1955 in Brilon im Sauerland zur Welt. Sein Vater Joachim Merz überlebt den Zweiten Weltkrieg als Gefangener in Georgien und ist danach einer der ersten Richter, die in Arnsberg NS-Prozesse übernehmen. Die Biografie des Vaters prägt ihn. Er studiert Rechtswissenschaften und arbeitet anschließend als Anwalt. In dieser Zeit hat Friedrich Merz mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen. Er verliert erst seine 21-jährige Schwester bei einem Autounfall und später seinen an Multiple Sklerose leidenden Bruder. 1989 steigt Merz in die Politik ein. Im Februar 2000 wird er Fraktionsführer der CDU-CSU. Die neue Parteivorsitzende Angela Merkel entthront ihn allerdings nur 2 Jahre später. Zwischen den beiden kommt es zu einem Machtkampf, den er verliert. 2009 zieht er sich aus der Politik zurück und kehrt 2018 zurück im Kampf um den CDU-Parteivorsitz. Er verliert die Wahl jedoch gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und dann gegen Armin Laschet. 2021 bewirbt sich Merz erneut als Parteichef und wird schließlich mit 94% gewählt. Bei den Wählern bleibt er allerdings unbeliebt. Sein Führungsstil polarisiert auch innerhalb der Union. Trotzdem gelingt es ihm, die CDU einheitlich gegen die Ampelregierung zu positionieren und zu neuem Erfolg zu führen. So, ich habe jetzt Ferdinand Otto hier bei mir im Studio sitzen. Herzlich willkommen. Hallo Dylan, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir sind Arbeitskollegen und du bist aber im Politikressort und hast einen Fokus auf die Union. Jetzt haben wir es eben schon gehört, also die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz sind nicht besonders gut, die der CDU aber schon. Wie ist das möglich? Ja, das ist tatsächlich ein kleines Paradox, was sich, glaube ich, die CDU auch noch nicht so ganz erklären kann. Ich habe da Hypothesen. Das eine wäre seine Person, sein Charakter. Er wirkt ja doch häufig in seinen öffentlichen Auftritten irgendwie kühl und unnahbar. Ich glaube aber, das ist nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, ein Teil davon hat auch mit seiner Rolle zu tun. Als der Oppositionsführer ist man immer der Querulant, der Antreiber, der Polarisierer. Und das ist eigentlich was, was die Deutschen nicht so gerne mögen. Und das Ganze ist übrigens nicht völlig präzedenzlos. Ich habe es mir eben, bevor wir aufzeichnen, nochmal angeschaut. 2005, Angela Merkel, bevor sie Kanzlerin wurde, war sie auch Oppositionsführerin im Bundestag. Und sie hatte auch sehr, sehr schlechte persönliche Werte. Das hat sich ja danach dann noch geändert. Wer weiß, wie es dann bei Friedrich Merz wäre. Aber erstmal noch demografisch interessant finde ich, dass er besonders bei 18- bis 29-jährigen Frauen schlecht wegkommt. Warum denn das? Ich glaube, da ist Merz das Opfer von verschiedenen Trends, die alle da gegen ihn oder gegen seine Partei auch laufen. Also wir haben ja neulich diese große Studie gesehen, internationale Vergleichsstudie, wonach vor allem junge Frauen sehr progressiv wählen, junge Männer eher konservativ wählen. Also da läuft der CDU einfach was davon, kann natürlich auch mit der Person Merz zu tun haben. Und dann haben natürlich diese beiden großen Volksparteien, das gilt für die SPD auch, das gilt aber eben auch gerade für die CDU, einfach ein Altersproblem. Das sind, wenn man so böse ist, einfach Boomer-Parteien. Ihre stärksten Wahlergebnisse fahren sie alle ab der Generation 45 bis 70 ein, so in dieser Alterskohorte. Wie wahrscheinlich schätzt du denn das Szenario jetzt ein, dass Friedrich Merz 2025 tatsächlich Kanzler wird? Das ist nicht unwahrscheinlich. Ich nehme mal die zwei Stufen, die er dafür erklimmen muss. Das eine ist die Kanzlerkandidatur. Die kann ihm eigentlich nur ein Mann streitig machen, das ist er selbst. Wenn er jetzt es schafft, 6 Monate lang keinen Fehler zu machen, kein verkorkstes Sommerinterview zu geben, dann wird er der Kanzlerkandidat werden. Da lege ich mich jetzt mal fest an dieser Stelle. Gäbe es irgendwie eine Alternative in der Union, wo du sagst, das wäre die Nummer 2? Also ich glaube, Markus Söder hat zu viel Porzellan zerschlagen in der großen Schwesterpartei. Ich glaube, er würde wohl gerne, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihm die CDU das verziehen hat, wirklich, was er in diesem Wahlkampf 2021 gemacht hat, was er da abgezogen hat. Die natürliche Nummer 2 wäre wahrscheinlich Hendrik Wüst. Für den ist es wahrscheinlich aber einfach noch ein bisschen früh, um diesen Sprung zu machen. Zur Kanzlerschaft ist es dann ja noch ein weiter Weg, ist dann noch ein Jahr zu gehen. Ich sehe aktuell nicht, um es mal umzudrehen, wie SPD oder Grüne diesen
15-20% Gap in den Umfragen nochmal aufholen wollen. Das ist schon ein krasser Gap, deswegen machen wir ja auch diese Sendung. Ich finde das schon interessant. 2021 haben in Umfragen 40% der Deutschen gesagt, sie wünschen sich einen grundlegenden Wandel. Deswegen haben sie wohl eben auch anders gewählt. Und jetzt kurz danach sieht es schon wieder anders aus. Man will, glaube ich, zurück zum Alt bewerten. Aber können wir das irgendwie so runterbrechen und sagen, also die Stärke der Union liegt in der Schwäche der Ampel oder gibt es da noch andere Gründe für? Das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Grund. Das Bild, das die Ampel abgibt, ist nicht gut. Wirklich nicht gut. Aber ich glaube, es gibt schon noch einen zweiten Grund. Die Union hat es wirklich geschafft, hat da auch aus 21 gelernt, diese Kakophonie abzustellen. Sie steht wieder für was. Das muss einem nicht gefallen, aber wenigstens steht sie wieder für was. Sie hat diese ganzen Querschlägereien, diese Durchstechereien. Sie macht sich nicht mehr ständig selbst zum Thema und ihre eigenen Richtungsstreit, sondern sie macht die Ampel zum Thema und die Politik der Ampel zum Thema. Also da ist sie disziplinierter geworden im Auftritt, da ist sie konturierter geworden. Und das ist schon auch ein Verdienst der Parteispitze um Friedrich Merz. Wie viele Gesetze würde denn die Union, wenn sie wieder zurück in der Regierung sein sollte, einfach wieder rückgängig machen, die Ampel jetzt gerade durchsetzen? Ja, die Frage ist vor allem, wie viel könnte sie dann wirklich wieder rückgängig machen? Aber ja, ich glaube, langsam kann man da anfangen, eine Strichliste zu führen, weil bei jeder größeren Reform der Ampel schreit die Union sofort, also das wäre das Erste, was wir rückgängig machen. Jetzt haben sie einen Gegenentwurf zum Bürgergeld gerade vorgelegt. Das Cannabis-Gesetz wollen sie wieder abschaffen. Das ist ja noch nicht mal durch den Bundesrat beschlossen. Ähnlich beim Heizgesetz. Also da kommt inzwischen eine ganze Liste zusammen. Aber es ist natürlich dann die Frage, die Union wird ja auch nicht alleine regieren nach der Bundestagswahl, so viel ist ja doch sicher. Mit welchem Partner wird sie da welche ihrer Vorstellungen überhaupt durchsetzen können? Das besprechen wir auch gleich. Erstmal gibt es dann auch Themen, wo sich Ampel und Opposition, Union einig sind? Ja, gar nicht so wenig. Friedrich Merz hält da immer so ein Papier vor, wo er sagt, im Bundestag haben wir so und so vielen Ampelanträgen auch schon zugestimmt und so. Und ich glaube aber, das größere Bild, auf das man da echt nochmal schauen muss, ist die Außenpolitik. Das ist auch was Besonderes. Das ist auch vielleicht eine bundesrepublikanische Eigenart, dass bei allen jetzt, wenn wir über Taurus oder einzelne Waffensysteme oder die Rhetorik oder sowas reden, klar, da gibt es Differenzen, aber in der groben Stoßrichtung sind sich die Parteien der politischen Mitte in der Außenpolitik einig, was Westbindung angeht, was die Unterstützung der Ukraine angeht, was die NATO angeht, vielleicht auch was die Israel-Politik angeht. Also da gibt es einen großen, großen Mainstream in der deutschen Politik. Okay, und jetzt kommen wir zu diesem Szenario. Die Union ist tatsächlich auf Platz 1 bei den nächsten Bundestagswahlen. Was wäre der Favorit für eine Koalition? Die FDP wahrscheinlich? Die FDP wäre ja der natürliche Partner. Da ist man sich einfach programmatisch, inhaltlich sehr, sehr nah. Für eine Zweierkoalition mit den beiden könnte knapp werden, ja, ob die FDP überhaupt wieder reinkommt. Die andere Frage. Das ist die andere Frage. Also sagen wir mal eben FDP, das wird nicht reichen. Dann bleiben noch SPD oder Grüne. Also ich könnte mir vorstellen, es läuft einfach wieder auf eine GroKo raus, so wie wir sie vorher hatten. Die CDU will sich da nicht in die Karten schauen lassen, will sich da nicht festlegen. Friedrich Merz betont immer dieses Hessen-Szenario. In Hessen ist die CDU so stark geworden, dass sie sich am Ende aussuchen konnte, mache ich es mit der SPD, mache ich es mit den Grünen. Und das wäre so deren Wunschvorstellung, dass sie mindestens zwei Partner haben und dann sondieren können und dann für sich das Maximum rausschlagen. Und ich vermute, ja, da werden wahrscheinlich die größten Übereinstimmungen schon mit der SPD da sein. Die andere Partei, die zurzeit auffällt mit sehr starken Umfragewerten, ist die AfD. Eigentlich hatte die CDU ja sehr deutlich gesagt, dass sie nicht ins Gespräch kommen wird mit der AfD, auch in Zukunft nicht. Jetzt gibt es eben trotzdem diesen Fernsehauftritt von Björn Höcke und Mario Vogt. Also ändert sich daran vielleicht was in Zukunft? Müssen wir damit rechnen, dass es hier sogar eine Annäherung gibt? Also Mario Vogt würde das empört zurückweisen und sagen, es ist kein Gespräch, das ist ein Duell. Er will nicht sich zum Tee, zum Plaudern treffen mit Björn Höcke, sondern er will Björn Höcke entlarven, ihn aber stellen. Er wird trotzdem mit ihm reden. Ne? Er wird trotzdem mit ihm reden. Das ist der Plan, das ist die Strategie. Das ist der Strategiewechsel zu sagen, wir gehen direkt in die Konfrontation mit denen, auch eben auf die Gefahr hin, dass wir denen dadurch eine Bühne bieten, dass wir sie vielleicht auch aufwerten in gewisser Weise als Gesprächspartner.
Partner als satisfaktionsfähigen. Aber das ist die Karte, auf die Mario Fuch gerade alles setzt, um die AfD zu bekämpfen, sie damit reinzuziehen in so eine Arena. Ja. Ja, hoffen wir, er ist gut vorbereitet. Björn Höcke ist ja rhetorisch nicht so schlecht. Wir werden es dann sehen. Ich habe die Leser von Zeit Online im Vorfeld gefragt, was die Union denn derzeit richtig mache, und wir haben diese Sprachnachricht bekommen. Was sie in Anführungszeichen richtig macht, ist, dass sie den neu wachsenden rechten Hass für sich nutzt, ihn auch meiner Meinung nach anfächert und dafür aber noch davon profitiert, dass sie noch als konservativ mit rechtem Rand gilt. Findest du, das ist ein faires Assessment? Es spricht auf jeden Fall ein Dilemma an, was die CDU hat und was sie auch erkennt, was sie weiß. Und eingeparkt, also zwischen der Ampel auf der einen Seite, die sie ablehnen, und der AfD auf der anderen, die sie auch irgendwo ablehnen, muss sich die Union bei jeder einzelnen Frage fragen, wie gehen wir da jetzt vor? Und das geht manchmal auch echt nach hinten los. Wir erinnern uns an diese Proteste zum Beispiel gegen das Heizgesetz. Oder jetzt zuletzt auch die Bauernproteste, ja, wo sich die Union da wirklich versucht hat, vor die erste Mistgabel an den Trecker dran zu stellen, ja. Und um halt der AfD auch dieses Feld nicht zu überlassen und aber sich dann auch gleichzeitig wieder ja gemein gemacht hat mit den Bauern, wo es auch ja durchaus problematische Tendenzen gibt in dieser Bewegung. Also das ist jeweils wirklich eine Gratwanderung für die. Das ist ganz, ganz schwer. Jetzt dieses Grundsatzprogramm der Union, von ihr dann selbst genannt Leitkultur. Wie unterscheidet sich diese Politik von der Ära Merkel? Friedrich Merz verkauft dieses Thema Leitkultur gerade nicht als ein Gegenentwurf zur offenen Gesellschaft, sondern er sagt, das ist gewissermaßen unsere Voraussetzung dafür, dass wir eine offene Gesellschaft haben können. Ob das im Zweifel so stimmt oder so gelingt, da kann sich jeder seine eigene Meinung drüber machen. Aber das ist deren Plan. Zur Bundestagswahl ist es ja zum Beispiel noch ein bisschen hin. Ne? Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber Anfang Juni ist Europawahl. Auf welche Themen setzt jetzt die Union im Wahlkampf? Und glaubst du, sie wird tatsächlich so ein gutes Ergebnis damit dann letztlich einfahren? Sie werden einen Stabilitätswahlkampf machen. Sie werden sagen, in diesen unruhigen Zeiten brauchen wir Kontinuität, brauchen Ursula von der Leyen an der Spitze. Und die Klassiker-Themen, wenn wir auf Europa blicken, sind halt so Sachen wie die Überregulierung, den Bürokratismus abschaffen und jetzt tritt daran aber eine zweite Facette einfach durch diesen Krieg in der Ukraine, dass sie ganz stark auf so Themen setzen wie, sie wollen eine Verteidigungskommissarin in der EU-Kommission, sie wollen europäische Rüstungsprojekte vorantreiben. Also das ist quasi so der Mix aus den Klassikern und den Themen der Zeit, was einfach, ja, gut, der Krieg ist. Gerade das auch funktioniert aktuell im Moment gut, ja. Sag mal, wie bist du eigentlich darauf gekommen, den Fokus beruflich auf die Union zu legen? Das verteilen wir immer im Ressort untereinander. Das habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Achso, das wurde dir zugeschoben. Das wurde mir mehr oder weniger zugeschoben. Aber es ist ja auf jeden Fall eine Partei, da wirst du nicht langweilig werden. Es wird nicht langweilig. Es war wirklich schon mal öder, über die CDU zu berichten. Ja, ne? Ja. Das finde ich auch. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Ferdinand. Und danke. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Und wir kommen zu unserer Satire-Rubrik, dem Aufränger der Woche. Matthias, wie geht's? Alles klar? Hi, Dylan. Sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Mir geht's gut, danke. Aber vermutlich nicht so gut wie Friedrich Merz. Hast du mit ihm gesprochen und vielleicht auch einfach direkt sogar angestoßen? Gesprochen, ja. Ich glaube, anstoßen wollte er nicht mit mir. Der hat ein bisschen einen Höhenflug. Vielleicht habe ich aber rausgefunden, wer sein Vorbild ist. Ja, Armin Laschet wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich bin gespannt. Tag, Herr Merz. Läuft ja gerade bei Ihnen, ne? Wollen wir mal ganz kurz sprechen? Nein. Ach, wieso nicht? Ich halte davon sehr wenig. Mit mir zu sprechen? Gut, müssen wir auch nicht. Ich will mich nicht aufdrängen. Und damit ist alles gesagt. Okay, ich dachte nur, weil Ihre Chancen auf die Kanzlerschaft gerade steigen, aber... Ist das wirklich so? Naja, die allgemeine Unzufriedenheit mit der Ampel nützt jedenfalls in Umfragen stark der CDU, ja. Aber wir schauen jetzt nicht auf Umfragen... Nee, klar, wir legen auf. Sie selbst sind zwar in diesen Umfragen sehr unbeliebt, das hätte ich jetzt mit Ihnen besprochen, aber... Ich liege zurzeit vor dem Bundeskanzler, vor Frau Baerbock und vor Herrn Habeck. Ja, wenn das Ihre Messlatte ist, dann machen Sie mal allein. Tschüss, Herr Merz. Stopp. Danke, dass Sie das so ansprechen. Also wollen Sie jetzt doch reden? Aber es muss die Ausnahme
bleiben. Schauen Sie mal, diese trotzige Arroganz, die trägt sich ja ganz stark bei zu Ihrer Unbeliebtheit. Macht Sinn. Glauben Sie denn selbst, dass Sie nächstes Jahr Kanzler werden? Wenn der nächste amerikanische Präsident Donald Trump heißt. Ah, dann verstehe ich auch Ihre Strategie. Sie wollen wie Trump mit Großspurigkeit und Riesenego an die Macht, ne? Daran arbeiten wir intensiv. Das erklärt dann natürlich auch Ihre Aussagen in letzter Zeit. Sowas wie Frieden gibt's auf jedem Friedhof, okay. Was schreiben Sie dann auf Ihre Wahlplakate? Es gibt viel zu viele Kinder in diesem Land. Alles klar, Herr Merz. Ja, mit so einer Strategie brauchen Sie natürlich wirklich keinen PR-Berater. Rumpöbeln kann jeder. Das tun wir auch. Dann viel Spaß dabei. Ja, und rumpöbeln kann er gut. Ob er damit wohl Kanzler wird? Na, wir werden es sehen. Vielen Dank dir, Matthias, und noch eine schöne Restwoche. Genau, schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Mach's gut, Dylan. Tschüss. Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schreibt uns doch eine Mail, was euch politisch bewegt, wie ihr diese Sendung so findet, an woche@zeit.de. Abonniert uns auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Bis dann.